Beschwörer. Vor allem, wenn sie mich in die Ecke drängen oder auf mich einprügeln. Okay, ich muss zumindest hier raus und ein bisschen in die offeneren Gebiete und dann. Verpisst euch! Alle schön her und lasst ihn abschlafen. Oh. Nein, so leicht lasse ich mich nicht austricksen. Perverse Nekrophilen Spasten. Der Mutter war tot. Gemein. So, dann werden die auch erledigt. Noch 4 Stück übrig. Okay. Das ist irgendwo. Ah, hier ist noch die dritte. Okay. Dann müssen wir jetzt noch zum Mondstein. Weil da, soweit ich weiß, auch welche waren. Wartet mal, habe ich jetzt etwa Angriff auf das Dorf habe ich abgeschlossen. Geil. Okay, das heißt, wir können die Kupfermine wieder verlassen und zurück nach Venedig gehen. Weil so gesehen haben wir jetzt in den Bergen alles gemacht.
Ja. Wir sind soweit fertig hier. Ach ja, hier haben wir die Fähigkeit Schattenpfad bekommen. Cool, 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 cool. Dann können wir noch Bescheid geben, dass die weg sind. Oh nein, noch nicht ganz. Ich möchte hier noch woanders hin. Woanders hin? Hey, kenne ich doch die Stücke. Habe ich nicht mitgenommen? Okay, habe ich nicht mitgenommen. Dann nehme ich sie jetzt eben mit. Was soll's? Wo ist denn jetzt? Okay, das ist jetzt ein bisschen ein Umweg. Ist mir aber egal. Das sind noch zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mist. Epic Fail. Okay, gleich nochmal. Eins, zwei, ach so. Drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist ja alles wunderbar. Ja, falsch. Ich bin auch vollkommen falsch. Das ist sowieso schon mal schlau von mir. Aber ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Also, bis dahin. Weiter geht's mit Let's Play Venetica. Tja. Also, wo will ich jetzt hin? Falsch, ich muss hier lang. Dumm, die dumm, dumm, die dumm, dumm, die dumm, die dumm. Yep, genau da. Da hatten wir nämlich das letzte Mal noch keinen Hammer. Können wir nämlich alles tun, was wir wollen. Ah, ein Wühler, ein Wühler. Dass der Vollidiot uns echt angreift. Ist schon komisch. Okay. So, war es auf der Seite schon mal. So. War hier noch? Da ist noch eine Truhe. Sogar ohne Schloss mal zur Abwechslung. Halleluja. Das nix, aber da ist noch Kupfererz und noch mal Kupfererz und da ist noch die Truhe. Okay, Kerzenständer, Teller und Dukaten, nicht viel, aber immerhin besser als nix. Ja. Und hier geht's nach draußen. Genau gesagt, direkt ins Dorf. Das ist der Eingang über Matthäus Schmiede. Ach ja, richtig, hier war ja noch ein Toter. Sollen wir mit dem mal reden? Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Wieso nicht mit dem Toten reden? Warum? Ach, warum hast du... Was hält deine Seele in dieser Welt? Was für eine Erlösung. Endlich kann jemand meine Geschichte hören. Ja, sprich. In der Mine ist alles zusammengebrochen und ich rannte um mein Leben. Zum Glück habe ich es gerade noch rausgeschafft. Aber vielleicht nicht ganz intakt. Also sieh dich vor, wenn du da reingehst.
Ja. Jetzt kennst du mein Geheimnis. Und ich bin frei. Oh. Was für ein Sinn hat das? Haben solche Geister überhaupt? Also ich verstehe es nicht. Wieso hat er mir das alles überhaupt erzählt? Ja, ist die Brücke etwa wieder intakt? Muss ich mir gleich mal anschauen. Gleich mal mit Theos alte Schmiede runter. Und darüber. Hey, was ist das? Ein rotes Huhn. Habe ich zwar selber noch nie gesehen, höchstens ein braunes, aber wenn es gefällt. Nee, die Brücke ist immer noch kaputt, oder? Kann man da drauf gehen? Nein, man kann darüber, nicht darüber. Ist schon irgendwie schade, dass die Brücke nicht reparieren. Naja. Dann gehen wir mal wieder zurück nach Venedig. Also, kurzer Schnitt, wir sehen uns dann in Venedig.